Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dino Crisis. Und genau, liebe Leute, ich würde mal sagen, wir waren beim letzten Mal hier in diesem vor diesem Chefbüro angekommen und ja, wollten jetzt hier die Tür aufmachen. Haben beim letzten Mal hier alles erkundet soweit, die Bar und alles. Und ja, dann würde ich sagen, können wir jetzt hier weitermachen, das Türschloss. Kleinigkeit gibt's noch zu sagen. Ich habe das Soundproblem mittlerweile behoben, tatsächlich. Also ich habe in der Zwischenzeit wirklich 2 Stunden dran gesessen, habe die Treiber deinstalliert, wieder aninstalliert, habe das komplette Audiogerät deinstalliert und wieder installiert, habe das Mikro in verschiedene Boxen gehabt, nur um dann festzustellen, dass der doppelte Sound tatsächlich aus dem Kopfhörer kam. Ja, das ist einfach blöd gelaufen. Und jetzt habe ich halt mir so beholfen, dass ich jetzt den Sound über normale Kopfhörer habe. Beziehungsweise quasi Kopfhörer im Kopfhörer. Und ja, dass ich jetzt hier im Spiel zwar keinen Bass im Sound habe, aber ihr dafür umso mehr. So Leute, dann würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter hier. Ein DDK-Gerät, auf ihm ist ein H zu lesen. Der DDK mit der richtigen Information wird benötigt, um das Schloss zu öffnen. Ja, das habe ich doch. Das haben wir beim letzten Mal aufgesammelt. Ganz genau, liebe Leute. Und da sehen wir, jedes DDK-Schloss hat einen Code, den man entschlüsseln muss. Und beim letzten Mal gab es ja eine kleine Regel, ne, wie wir ja gelesen haben dort. Und zwar müssen wir jeden Buchstaben, der im Key unten steht, aus dem Wort oben rausnehmen. Die Musik macht mich gerade nervös. Musik, jetzt hör doch mal auf. Ja gut, okay. Jedenfalls kriegen wir da. H steht nämlich nicht unten drin. B und C stehen unten drin. E steht nicht unten drin. F steht nicht drin. F steht drin. A steht nicht drin. G, D stehen drin. Stehen nicht drin. Ne, doch, GD. Genau, das G steht nicht drin, aber das D steht drin und das I steht auch drin. So kriegen wir das Wort Head. Kopf. Wow, seht ihr? Sehr schön, Leute. Ich muss mich nochmal kurz einrichten. Genau. So schießt man, okay. Ich habe aber gehört, wir haben keine Muni mehr dafür. Gut. Dann wechseln wir bitte nach und SG-Patrouille, das passt. Gut, Leute, gehen wir hier rein. Chefbüro. Jawoll. So. Oh, eine Cutscene. Überlebender, ja. Are you from the rescue team? Yes, I am. Do you know where I can find Dr. Kirk? Kirk? That fool. What's he plotting now? What are you talking about? Here. Take this. What's this for? I don't know. Told me extremely vital. Ah ja. Leute, wir haben das erste Mal eine liebende Person gefunden hier. Aber die lebende Person, die hat sich auch ganz schnell zu den anderen hier gesellt, die nicht mehr leben. Und er hat uns hier was gegeben. Ein Bedienfeldschlüssel 1, liebe Leute. Scheint eine Steuerung zu sein, die ein elektronisches Schloss öffnen kann. Sol. Oder 705. Kommen wir gleich drauf zu sprechen, Leute. Kriegst du noch was von dem Typi hier? Nee, der ist leider vor unseren Augen verstorben. Dokumente liegen herum. Ja, die Regina ignoriert halt einfach die Leiche, ne? Eines trägt den Titel über den Stabilisator. Ja, hier wird anscheinend sehr viel stabilisiert. Gut, liebe Leute, was haben wir da hinten? Schrotpatronen! Ach ja, warum denn nicht? Gerne, danke. Hier sind verschiedene Modelle aufgestellt. Es scheinen alles Modellwaffen zu sein. Schade, Leute. Leute.
Ich krieg hier irgendwie gerade ein bisschen Angst. Weil dieses Fenster. Naja, schauen wir gleich, was passiert. Da ist eine Eingabe Disk N. So, okay. Kleine Gegenstände sind hier ordentlich aufgestellt. Ja, das stimmt. Gut. Leute. Hier ist eine Gedenkmedaille aufgestellt. Darunter befinden sich zwei Schlösser, in die Schlüssel hineingesteckt werden können. Aha, zwei Schlösser. Was haben wir denn im Inventar? Zwei Schlüssel. Ja, ihr merkt, ich werde gerade echt nervös. Ne? Gut. Regina, prüf bitte den ersten Schlüssel. Da haben wir ja den Code 7, SOL, ne? Allerdings müsst ihr euch das so vorstellen, Leute. Wir stecken die Schlüssel gleich da rein. In die linke Seite. Das ist nämlich der erste Schlüssel. Und wenn wir den reinstecken, drehen wir den ja um. Ne? Und wenn wir den umdrehen, kriegen wir eine Zahl raus. Nämlich 705. Und wenn wir das gleiche hier bei D machen, kriegen wir hier Leo. Aber umgedreht, Leute, weil wir den ja umdrehen. 037. So haben wir den Code quasi auf dem Serviertablett bekommen. Aber als Kind, welches Schloss hier links der Schlüssel steckt, als Kind habe ich dieses Rätsel einfach, haben wir alle das Rätsel einfach nicht geblickt. Wir sind hier nicht weitergekommen. Und, aber wenn man darüber nachdenkt, ist es doch logisch. Die dreht den Schlüssel um, steckt den unten rein, dann steht der Code da drauf. Ja, gut. Da ist ein Feld, in das man einen Code eingeben kann. Ja, den haben wir nämlich, Leute. 7 0 5 0 3 7. Aha, Leute, es hat sich nämlich geöffnet und da sehen wir haben eine L-Karte. Ein L ist in die Karte geritzt. Schlüsselkarte L. Wofür wir die brauchen? Sehen wir später. Gut, liebe Leute. Ich glaube. Oh! 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 Ah! Leute. Du Drecksvieh. Ich wusste, dass hier was kommt. Verdammtes Drecksvieh. Schieß drauf! Schieß drauf, Regina! Oh Gott. Ah. Oh. Oh. Hab ich mich erschrocken. Boah. Hau ab. Leute. Oh, tut mir das nicht an, ey. Boah, ich hatte so Angst vor dieser Szene und da ist sie tatsächlich gekommen. Oh, Leute. Ich habe gerade eine hartnäckige Kommande-Konkur-Mission hinter mir und jetzt kommt sowas. Ach du Scheiße. Drecksvieh, ey. Ja, Leute, ihr seht, es gibt ein T-Rex. Oh mein Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Und jetzt weht hier natürlich der Wind. Oh Mann, Leute. Jetzt ändert sich auch die Kamera nicht mehr. Boah, dieser Schockermoment, ne? Alter Schwede. Gut, okay. Und die Brücke geht weiter. Aber ich versuche mal wieder runterzukommen. Alter Schwede. Wir haben ja die Endtür. Beziehungsweise die Enddisk haben wir ja bekommen. Gut. Machen wir weiter. Ja. Leute, ihr habt schon gemerkt, ich versuche das mit bestmöglicher Ruhe zu spielen, aber manchmal geht's halt nicht. Wenn man manche Szenen einfach vergessen hat. Beziehungsweise, ich hab's ja nicht vergessen, ich wusste ja, dass da was kommen könnte.
Aber das ist dann wirklich passiert. Oh Mann, Leute. Puh. Ja, gut. Blöder T-Rex. Oh, Cutscene. Aha. Rick hat also einen Menschen gesehen. Aha. Und der ist da in diesem Vorlesungsraum. Okay. Aber wir sind ja auf dem direkten Weg quasi dahin, ne? Wir haben ja hier schon das nächste DDK-Schloss. Gut, Leute. Ich muss mich langsam mal wieder erholen. Wie gesagt, ich habe eben eine anstrengende Command-and-Conquer-Mission hinter mir. Deshalb konnte ich sowas eigentlich gar nicht gebrauchen, aber. Ich hoffe, dadurch hat trotzdem gefällt. ja. So, Leute, nächstes Rätsel. Das wird jetzt wieder ein bisschen ruhiger, entspannt. Gut, Leute, A, B, D, F, G, H müssen weg. Okay, dann haben wir da A, B, die ersten beiden können schon mal direkt weg. N. Das D ist, steht unten drin, das E nicht. F, G, H, ja, A, B. W, das C steht auch nicht drin. D, F, G, H stehen drin. A, B, D, F, G, H, O, M. Ah, ich glaube, ich weiß es. A, B, D, E. Ja. Ja, Newcomer. Neuankömmling. Ja, diese Rätselleute, die sind eigentlich echt relativ simpel, muss ich sagen. Ne? Einfach die Buchstaben rausnehmen. Wow, da haben wir es. Sehr schön. Gut, dann geht er rein. Fahrstuhlhalle. Okay. Ach, jetzt ist hier wieder diese Drecksmucke. Ich habe auch irgendwie so das Gefühl, Stecker, Leute, dass die Musik und die ganzen Schockereffekte, dass die mir zusätzlich zusetzen, weil ich auch auf dem Kopfhörer spiele und nicht auf dem Headset. Alles doppelt laut. Naja, gut. Diese Apparatur wird benutzt, um zu überprüfen, wer den Fahrstuhl benutzt. Ja, toll. Super, Regina, ne? Super toll. Ach, schaut mal, da, wartet mal, wartet mal. Da ist doch so eine rote Box. Das ist eine Munikiste, Leute. Die roten, die sind für Muni. In dieser Notfallbox kann Muni gelagert werden. Zum Öffnen der Notfallbox werden zwei Stecker benötigt. Ach ja, stimmt, ich habe hier zwei Stecker. Ja, gerne. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Giftpfeil. Muni. SG-Patrone. Was kann noch hier rein? S++. Ja. Ja, wartet mal, Leute. Kann ich da nicht. Wartet mal, ich probiere mal was. Ich probiere mal was aus, Leute. Heilmittel und Heilmittel. Blutstiller, nein, danke. Heilmittel mit Blutstiller? Kann ich mir vielleicht. Das sind schwache Medizinen. Kann ich mir vielleicht hier eine S++ mixen, ne? Drei Medi. Oh. S+. Ja, dann Regina, mach da mal bitte ein S++ draus. Sehr schön, Leute. Wir haben S++ Medizin. Ja. Dann kann ich nämlich noch die Schrotpatronen mitnehmen. Und der Verstärker. Nicht für Musik, sondern für Items. Genau, hier können wir Sort drücken, sortieren. Und dann haben wir so auch noch einen Platz frei. Ist das nicht geil? Und wir haben jetzt mittlerweile vier Gefeile. Sehr schön. Was haben wir hier? Zugang? Ah, mit diesem Zugang, Leute, könnten wir auf andere Boxen zugreifen, wenn denn da noch was wäre. Aber wir hatten ja bis jetzt keine. So. Ich will eine Sache nochmal probieren. Betäubung, Verstärker. Pfeile es. Bringt ja gar nichts. Das bringt ja gar nichts, Leute. Okay, macht das weg. Pack den Verstärker wieder ein hier. So.
Braucht kein Mensch. So, Leute, dann haben wir uns jetzt aber zumindest wieder 34 Parabellum-Muni. Ist das nicht geil? Nur durch diese eine Kiste. Okay. Was haben wir hier? Oha, da liegt ein Typi. Er trägt weiße Kleidung. Er trug vermutlich einen Forscher. Ja, okay. Die kannst du doch bestimmt wegschieben hier, oder? Wir kümmern uns jetzt erstmal nicht darum, dass wir da ein paar Rippen sehen. Einfach die Box mal wegschieben. Was ist das? Betäubung. Ja, komm. Kommt, Leute. Mix die zu Pfeilen zusammen. So, drei Pfeile L. Ich möchte nämlich noch mehr Giftpfeile haben, Leute. So, was ist das da für ein Ding? Das hier für ein Ding? Ein Schloss oder so, ne? Ja. Sieht so aus. Da ist eine Luke, die geht auch nicht. Was ist das hier? Ein Fahrstuhl, der hinab in den Laborbereich führt. Oh Gott. Okay. Um ihn benutzen zu können, wird eine Forscher-ID-Karte benötigt. Aha, wir brauchen also eine ID-Karte. Interessant. Der hier? Sie ist kaputt. Kann auch nicht repariert werden. Danke, Regina. So, was haben wir hier? In dem Feld wird eine Karte der 1F-Ebene gezeigt. Ach, geil. Willst du die Daten speichern? Ja, klar. Die Daten wurden gespeichert. Du kannst die Karte im Kartenmenü ansehen. Oh? Vollständige Karte, liebe Leute. Schaut euch das mal an. Wir sind schon fast durch mit dem ersten Obergeschoss, oder? Haben wir schon fast alles erkundet hier. Gut, wir sind nämlich da in diesem blau hinterlegten Raum und müssen in den roten Raum. Das heißt, da ist nur noch ein Gang zwischen. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir hier rein. Das Schloss ist nun offen. Ja, dann gehen wir da einfach mal rein. Vorlesungsraum Vorhalle. Was haben wir hier? Ein Heilmittel. Ja, nimm das mal mit. Das kann nie schaden. Heilmittel, was passiert eigentlich, wenn wir die mit... Ne, bringt nichts. Okay, was haben wir hier? Eine Laserschranke, aber die ist offen, guck mal. Rick, unser IT-Fachmann, hat das gemacht. Sehr schön, was haben wir da? Information. EV-Hall, Office, Rest Corner, Training Room. Da muss ich hin, ne, zum Training Room, aber... Gehen wir erstmal hier rein. Ins Büro. Was haben wir hier? Ein Dino! Fauch mich nicht an, du blödes Biest hier. Da faucht er mich eiskalt an. Geh doch kaputt. Aua! Der Sack hat meine Waffe weggeschlagen. Oh, der Sack. Nein, 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 ein Pistolenumbau. So, der Sack hat meine Pistole weggeschlagen, ey. Ihr seht's, wie nervig diese Dinos hier sein können. Ah, jetzt sehe ich natürlich nicht, ob der tot ist, ne? Ah! Oh, oh Gott! Oh, Leute! Boah! Fuck. Ich hätte eigentlich einmal Testschießen. Ich bin schon wieder erschrocken. Oh, Mann. Gut, Leute. Egal. Das Ding ist jedenfalls tot. Dieser Bereich wird am Wochenende gesäubert. Alle Privatgegenstände sind im Spind aufzubewahren. Privatgegenstände, aha. Blutest du, Regina? Nein, okay, das ist gut. Aber wie sieht das denn hier aus? Leute, was denn hier passiert? Die Akten, die liegen alle verteilt hier rum. Da hat aber einer nicht aufgeräumt. Eine Datei mit Hinweisen für das Personal. Willst du die Datei lesen? Ja, klar. 3 Jahre sind seit dem tragischen Unfall vergangen. Die Leistung des neuesten Stabilisators wird heute getestet. Vor 3 Jahren zerstörte die dritte Energie, ah, das ist diese Energie, nach der die hier forschen, die Einrichtung und tötete 150 Mitarbeiter durch einen einzigen Überlauf. Ach du Scheiße. Um einen solchen Unfall zu vermeiden, werden wir jede erdenkliche Vorsichtsmaßnahme ergreifen, die die Sicherheit gewährleistet. Solltet ihr tun.
Eins noch. Kürzlich nutzte jemand das Terminal in diesem Raum, um eine ID zu fälschen und sich unerlaubt Zutritt zu verschaffen. Wir haben heute ein Meeting darüber, wie sowas in Zukunft unterbunden werden kann. Okay. In jedem Fall muss alles Personal auf die Sicherheit dieses Terminals achten. Wer den Raum als letzter verlässt, sollte die Tür unbedingt abschließen. Ja, das habt ihr ja nicht, das hat derjenige aber nicht getan, ne? Die Tür dahin war offen. Heißt, dass die hier überrascht worden, ne? Von den ganzen Viechern. Na gut, Leute, was haben wir denn hier? Privatgegenstände des Personals. Können wir hier irgendwelche schmutzigen Geheimnisse aufdecken? Ich glaube nicht, oder? Na, da wollen sie nichts preisgeben. Okay, verstehe ich schon. Okay. Da ist eine Tür, okay. Was ist das denn hier? Das ist ein Telefon. Was, was, was? Die Pager-Durchwahl deckt die ganze Einrichtung ab. Aha. Okay. Was haben wir hier? Diverse Bürodokumente. Langweilig. Was haben wir hier? Da befindet sich ein Memo. Willst du es lesen? Ja klar, Leute. Die Transferdokumente dieses Mitarbeiters sind noch nicht eingereicht worden. Was? Okay. Paul Baker-Nummer, Pager-Nummer 1123. Forschungspersonaltransfer. Früher Sektion Spezialflugzeug, Experimentierraum. Jetzt Sektion dritte Energiestabilisatoren, Experimentierraum. Ah, der hat auch eine Registrierungsnummer. Ihr könnt euch ja in der letzten Folge erinnern, da lag so ein toter Heini draußen, der hatte auch eine Registrierungsnummer. 58104, Name Paul Baker. Okay, Pager-Nummer. Willst du den Forscher pagen? Okay, ja, ruf den mal an. Mal gucken, vielleicht antwortet ja einer. Lülülülüt. Telefon. Niemand hebt ab. Natürlich nicht, ey. Wenn du die Leitung auf Halten stellst, wird der Apparat automatisch weiter pagen. Willst du auflegen, nachdem du auf Leitung Halten gestellt hast? Ja klar, mach mal. Kann ja nicht schaden. Das heißt, irgendeiner wird jetzt terrorisiert mit Telefon anrufen. Verstehe, Leute. So, haben wir hier Bürodokumente. Was ist das hier? Das ist PC an. Ein Gerät, das die Daten einer ID schreiben kann. Die Daten des Personals der ersten, zweiten und der Ebene B1, die sind in diesem Terminal registriert. Um Daten schreiben zu können, brauchst du eine ID-Karte. Aha, wir müssen also eine ID-Karte früher oder später überschreiben, liebe Leute. Das wird verdammt interessant. Gut, würde ich sagen, gehen wir mal hier raus. Ich glaube, das Schloss ist offen. Genau, die Vorhalle, Leute. Jetzt haben wir nämlich hier eine Abkürzung. Schaut euch das an. Jetzt haben wir eine Abkürzung geschaffen. Das ist geil, Leute. Aber ich möchte ganz gerne jetzt noch... Wir haben nämlich noch eine Minute. Ich möchte ganz gerne noch zum... zum Vorlesungsraum. Das war ja hier vorne. So, und ja. So, dann... Ah! Da ist doch... Ah! Schieß ihn in den Hintern. Oh, oh, mach das Ding im Arsch. Mach das Ding kaputt. Och, Leute. Ach, du blödes Ding. Die sind aber auch groß, ne? Schaut euch die mal an. Und die Musik dreht ab. Und die Musik dreht ab und Regine hält sich. Oh mein Gott, was? Oh Gott. So, Leute. Die Musik dreht ab. Ach du Scheiße. Okay, ich muss mich heilen. Medizin S++, so. Alles klar, die beruhigt sich langsam wieder. Die Dinger sind echt riesig, ne? Schaut euch die Dinger an. Aber ist auch realistisch gemacht. Die waren ja auch nicht gerade klein, ne? So, was haben wir hier? Schalter betätigen. Oh Gott! Was zur... Gas. Ach, das hätten wir nehmen können für den Dino, ne? Ja gut, liebe Leute, gut. Was haben wir hier?
Jetzt die Musik wieder beruhigt. Okay. Was haben wir hier? Getränkeautomaten. Vorlesungsraum. Da gehe ich aber erstmal noch nicht hin. Gut, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, gehe ich erstmal noch hier rein gleich. Aber die Folge ist leider voll. Das heißt, hier in der nächsten Folge gehen wir hier rein. Und ja, dann würde ich mal sagen, liebe Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde mich sehr freuen, erzählt es auch gerne weiter. Und ja, bis hier weiter geht's immer beim nächsten Mal. Und da würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend und einen schönen Tag. Tschüss.